Kiste liegen, oder? Ja, Bei hier mir. links. Okay, gut. Geil. Durch so einen eingestürzten Tunnel kämpfen. Ja, das schon Fall, was wieder was von Half-Life 2 Episode 1 oder 2. 1, glaube ich. Glaub mal fast, das Imperium wird hier in der Tat irgendwas freigesetzt haben. Und wir können es dann nachher auf die Republik schieben, weil wir ja die Einzigen sind, die diesen Raum auf dem Leben erreichen werden, mal ganz ehrlich. Ja gut, aber das hat man auch schon auf Tages kennengelernt, dass die Rakule ein Projekt des Imperiums sind. Das ist wahr. Oder da hat sich mal wieder ein Sith-Lord unabhängig gemacht. Ich glaube, ich habe den Gürtel fertig, kannst mich bei Gelegenheit anhandeln. Am besten nach der Mob-Gruppe. Wow, ich wurde rangezogen. Infizierte Söldner. Auch nicht schlecht. Vielleicht hätten wir doch Power-Tech skillen sollen, anstatt Söldner. Wegen infizierten Söldnern. Anscheinend können aber auch Sith-Lords infiziert werden von dieser Rakul-Seuche. Also sind die nicht ganz immun dagegen. Wow, wieder einer explodiert. Außerdem ist interessant, es gibt Rakule, die für die Macht empfindlich sind. Also die nennen sich dann Neckgule und sind anscheinend sogar ihres Willens her. Und können mehr als nur wilde Bestien sein. Jupp, Handel annehmen. Gegenstand ist gebunden. Oh. Hm. Ich dachte, man könnte es handeln. Na gut, dann habe ich jetzt einen Gurt. Es tut mir natürlich herzlich leid. Egal, das nächste Mal Item kriegst du. Pass ich halt mal. Ja gut, aber in der Instanz müssen sie sich passen. Wir haben ja noch einen anderen Soldat mit dabei, ne? Jo, klar. Nur wenn wir mal wieder Heroics gehen. Ja, aber er ist deutlich besser als den, den ich habe. Von daher. Wow, wow, wow. Das klang ein ganz schön Kampfschrei. Sie kommen aus den Wänden. Aber um nochmal auf die Neckgule, also diese machtsensitiven zurückzukommen. Sehr interessante Fragen. Waren sie vorher schon machtsensitiv und wurden dann korrumpiert? Oder haben sie es neu gelernt? Durch ihre Korrumpierung? Ja, kann ja sein, dass die Rakul-Seuche auch das verändern kann. Möglich wäre es. Dass die Rakul-Seuche diese Wesen mit Midichlorianern versetzt? Ja, ich meine, wenn die Sith das hergestellt haben, vielleicht hat da irgendein Sith seinen Blut mit reingetan. Oder seins halt benutzt. Wir haben hier einen schönen Bug vom Kopfgeld hier. Oh oh. Okay, passiert doch nichts. Wow. Er ist hier auf die Kanone gesprungen, kann sie anscheinend benutzen. Aber er wurde wohl runtergezogen. Da mache ich das. Autsch. Wow. Reicht ja mal richtig. Wow. Ja, lässt das, Rakule. Gott, das ist ja wirklich Left 4 Dead Zombie-Style. Ja, ich muss mal absteigen. Und einer von euch könnte auf die Kanone gehen. Ich muss hier einfach heilen. Das habe ich bei Kollegen-Kriegsspiel schon gelernt. Scheiße, jetzt kommen sie auch noch von hinten. Jemand muss auf die Kanone. Mit dem Monster-Lag. Wenn wir das überleben, gebe ich einen aus. Wow. Da bin ich ja... Ich habe ja in meinem Spiel von den Kolekoiden gesagt, dass sie die
Sachen mal noch ein bisschen verfeinern sollen. Ich würde fast sagen, das haben sie auf jeden Fall geschafft. Wenn man so einen hat, der drauf sitzen kann und so einen riesigen Ansturm hat, dann passt das. Kommt das richtig gut. Wenn alle vier drauf sitzen müssen, ist das ein bisschen merkwürdig. Halt durch, Lokasch. Der will nicht umfliegen. Hat sich jetzt irgendwie weggekickt. Vor allem, ich sehe die Viecher. Sie sind überall. Schieß einfach in irgendeine Richtung. Ich halte die Stellung so gut wie es geht. Ich kann ja fast gar nicht drauf konzentrieren, was überhaupt alles losgeht. Die kommen immer mehr. Ist das irgendein Gauntlet-Event, wo wir weitergehen sollten? Aber ich würde diese Stellung ungern verlassen. Das ist jetzt die 300 Dracul-Edition. Vor allem, wir haben immer noch unsere Taschenlampen, zumindest einige von uns. Meine wurde mir irgendwie weggeschlagen. Und links wieder. Ja, wir müssen die irgendwie verteidigen, habe ich das Gefühl. Ja, zünde die Sprengladung. Sollte ich vielleicht mal die Sprengladung zünden? Wie wäre das? Nein, kann man nicht zünden. Wahrscheinlich müssen wir die noch warten, bis sie scharf ist. Tja, so. Das hat's in sich. Zombies. Da kommen die nächsten. Man kann merken, warum die ein wenig Probleme mit dieser Seuche haben. Okay, haben wir es jetzt. Oh, ich höre was. Hört sich gut an. Es könnte aber auch sein, dass hier jetzt einfach ein Boss kommt. Nein, es sind einfach nur noch mehr Monster. Ja. Wenn das so weitergeht, haben wir bald alle Rakula ausgelöscht. Okay, wir haben unseren Weg freigesprengt. Wow! Also im ersten Moment waren wir da ja richtig überwältigt, bis wir mitbekommen haben, wie das mit der Kanone funktioniert. Das war es auf jeden Fall wert, den Kampf. Schauen, was wir hier Schönes haben. Armschienen. Verteidigungswertung. Mit Zielgenauigkeit. Nee. Kann man denn zaubern? Oder zerlegen? Oder ein Companion geben, das funktioniert auch. Wieso habt ihr alle hier eine Leuchte und ich nicht? Bleib ich lieber bei dir im Lichtschein. Oh ja, Rampenlicht. Ich glaube, wir haben uns jetzt in die Kanalisation vorgesprengt. In unserem Bereich ist alles in Ordnung. Das hat Patrouille Rot auch gesagt. Und jetzt sind sie tot. Bleib mal so stehen. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Macht nichts. Ich habe Scheinwerferlicht. Ich musste nämlich gerade per Skype meiner Freundin erklären, was ich gerade tue. Was hast du gesagt? Ich muss eine Stadt retten. Die Zombies sind ausgebrochen. Genau. Und du wirst so in schlechten Buchstaben schreiben, das ist Rakule, sie sind überall. Ah, ehrlich. Also wenn sie alle zwei Monate so eine schicke Instanz bringen können, dann ist das sehr gut. Ja, ich wage zu vermuten, dass es die Instanz vorher schon gab. Und die halt nur zur Release nicht fertig wurde. Naja, gut. Aber man muss auch sagen, es sind ja schon so oder so genug Instanzen da. Also wenn ich das ich hab die auch noch nicht alle gespielt. Für das erste Add-on, Aufstieg dieser Rakule oder wie das heißt, wurde schon seit einem Jahr dran gearbeitet. Und das wird in zwei Teilen released und das hier ist der erste Teil davon.
ein Add-on, aber wohl eher ein Patch, oder? Nee, ja, also Add-on als Patch. Ah, okay. Verstehe. Ja, dann steckt wohl, da kann man ja sogar noch auf einer Fortsetzung folgt hoffen am Ende dieser Instanz, wenn das sozusagen zwei Teile gibt. Dass sozusagen gar nicht geklärt wird, wer die Drakul-Seuche wirklich losgelassen hat, sondern es wird nur angedeutet. Mysteriös. Und was haben die Revanita damit zu tun? Okay, wir haben hier jede Menge Elite. Und sie werden auch nicht aufmerksam, dass hier lauter Taschenlampen auf sie leuchten. Nein, das sind alles nur Sumpflichter. Ich musste gerade irgendwie an Episode, ich war denn das, 4 denken, wo Luke Skywalker in dieser Müllpresse fliegt. Irgendwas hatte ich da aber auch gehabt. Das war, glaube ich, die Sith-Flieger-Quest, wo man in so einer Müllpresse landet, in der Tat. Und dann dieses Müllpressenmonster von unten, dieses Wurmartige, ihn runterzieht oder was. Da musste ich gerade gespielt haben. Klasse. Gibt BioWare noch neue Ideen. Ja. Gleich bin ich weg. Wie, du bist gleich weg? Nee, nee, hier von dem Monster, das mich runterzieht. Flutsch! Und dann fangen die Wände an, sich aufeinander zuzubewegen. Ich hab keine Angst, ja. Ja, du mir, so ich dir. Du solltest übrigens mal deinen Helm aufsetzen, mal ganz ehrlich, hier drin stinkt's doch bestimmt. Mein Helm sieht aber, na gut, okay. Gute Idee, kann man ja mal machen. Einstellungen. Sozial, Kopfslot einblenden. Patrouille Grün, ich sehe den Raumhafen, keinerlei Lebenszeichen, wir gehen rein. Ich finde, so schlecht sieht er gar nicht aus. Ja, passt bloß. Es sieht mein Charakter irgendwie so merkwürdig aus, weil die Helme so viel größer sind als dann normal der Kopf. Und dadurch hat man so kleinen, ja, Körper im Verhältnis. Du musst ja auch dran denken, die ganzen Haare müssen da ja noch drunter passen. Ja, genau. Oha, ich habe hier gerade was laufen sehen. Die Musik ist total dramatisch. Ja, hier haben wir doch unseren Greifer, Beutegreifer. Aber der Sith-Lord hat ihn fest im Griff. Keine Herausforderung. Und wieder der Cocktailjäger-Bug mit dem Entladen. Wow, sie haben uns überlebt, bis wir hier ankamen. Wir sind also tatsächlich besser als Team Rot. Wow. Seit wann können Rakule Sprengstoff benutzen? Der eine Rakul hat ein Jetpack auf dem Rücken. Ach nein, das bist du. Okay, ja, da habe ich auch den falschen geschossen. Ja, ja, kein Ding, ich hab dich. Da vorne kämpfen sie noch mehr, da sind auch wieder welche eingebrochen. Und haben alle umgelegt. Nur falls wer fragt, die waren schon tot, als wir ankamen. Hinten ist noch ein Silberstern, den könnten wir vielleicht vorher erledigen. So, wir sterben beide gleichzeitig. Nein. Zum Glück nicht. Sie muss auch schön sein für die ganzen Biochemiker oder wie heißen sie? Ja, das pflanzliche und so Sachen plündern, weil da kann man die ganzen Rakula abbauen. Wow, hört ihr jetzt grummeln? Und es ist ausnahmsweise nicht mein Magen. Gruselig. Hm.
Ja, ich wurde rangezogen. Und Jetpack-Schub. Ja. Bleibt schön zwischen euch beiden großen Typen stehen. Ja, ich wurde schon wieder rangezogen. Irgendwie stehe ich noch. Er hat mich bloß fest im Griff. Ich glaube, der wirkt mich mit dem Netz. Greif mal den da an, der da hinten auf mich im Netz hat. Mir geht gerade das gleiche Schicksal. Okay, jetzt hat er mich rangezogen. Das hört okay. Gar nicht mehr auf hier. Ja, ja, das sage ich ja. Muss irgendwer drauf gehen. Ich weiß gar nicht, wo du jetzt stehst. Du stehst. Was für ein schockendes Erlebnis. Ich stehe aber. Moment, ich kann dich, glaube ich, reinigen. Ah, ich ja, bin genau. Gestunt. Hat nicht geklappt. Ich schätze, das ist einer der neuen Bugs. It's no bug, it's a feature. Sobald du dein Befreien wieder ready hast, solltest du da rauskommen, nicht wahr? Jo, das ist in 50 Sekunden. Ja, lass mich hier nochmal hängen. Mach dich keine Sorge, der Blitz schlägt niemals zweimal an derselben Stelle ein. Bin ja noch bei dir. Ach, jetzt klopfen sie mich auch noch. Ich bin doch kein Schnitzel. Ehrlich. Kannst du dich bald befreien? Zur Not musst du mal Slash. Eins, los geht's. Da bin ich wieder. Oh Mann. Hier haben wir gesehen, die neue PvP-Fähigkeit des Kopfgeldjägers mit nächsten Patch. Daueranhalten das dann. Mal sehen, was haben wir hier. Schick mit Cape. Oh, sogar weißes Cape von hinten. Sieht mal nicht schlecht aus. Steht mir sicher mit meinem roten Haar. Oder eher braun, tiefbraun. Sind definitiv nicht rot. Wieso kriege ich immer noch Schaden? Ich lass die einfach mal sterben, ne? Kinect starten. Ja, lass mich mal einfach folgen. Ja. Das war die Rakul-Seuche. Wir müssen dich jetzt verbrennen. Nein! Aber eigentlich ist es ja interessant, das sind ja keine wirklichen Zombies, weil sie sind ja nicht tot, sie sind ja nur verändert und sterben können sie trotzdem noch. Sie sehen halt bloß aus wie Zombies. Zu unserer Linken, also hinter uns, gibt es noch so eine Funkstation. Ja, ich glaube, die hat unser Syslord auch schon im Blick. Werden wir wohl über den ganzen Platz verteilen. Oh, da ist ein Fetter. Zumindest pummelig. Die machen auch Geräusche. Und irgendwo saßen ein paar Leute im Fundstudio und haben genau diese Geräusche gemacht. Wow, hier ist ein ganz kleiner. Der ist niedlich. Ja, aber das ist eine Elite. Cool. Kreischt wie wild. Was haben wir hier? Mittelschwere Rüstung. Nicht zu uns. Da geht's weiter. Oh, Vorsicht. Ah, Geschützkönig. Sie sind auf unserer Seite. Ich denke mal, da kommen noch mehr. Scheint noch ein ganzer Weg zu gehen zu sein. Warum hat er immer ständig die Leuchten und ich nicht? Egal, er ist wahrscheinlich unser Tag. Er läuft voraus, dann darf er ruhig die Leuchte haben. It's a trap! Keine Episode ohne es. Ich werde mal in meine Flares. Ja. Ich hab's überstanden.
schon wieder ein ziemlich großes. Kämpfen uns jetzt, glaube ich, so durch diese Wartehalle. Endlich mal keine langen Schlangen. Auch wenn diese Rakula einen ziemlich aufhalten. Hoffentlich kriegen wir unseren Flieger noch. Ich rieche einen Boss. Und jetzt habe ich auf einmal auch eine Lampe. Nee, jetzt ist sie wieder weg. Sie haben es uns nur gegeben, um die Wegflieganimation zu zeigen. Toll. Ganz großes Kind. Was haben wir denn hier? Explosiver Treibstoffstang. Darauf sollten wir mal nicht schießen. Es ist ruhig. Zu ruhig. Geht immer vor. Pass auf, dann kommen sie von hinten. Und du stehst genau daneben. Siehe den riesen Rakul. Wow, er hat die Statue zerstört. Der ist hässlich. Und Akne hat er auch. Mal schauen, was dieser Boss kann. Er kann unseren Tank durch die Luft schleudern, wie wild. Ja, wow, das ist King Kong. Wow. Er schleudert und tankt durch Luft. Der ist auf jeden Fall spaßig zu tanken. Er schmeißt einen Stein auf random Leute. Aber okay. Kann man damit umgehen. Kann das sein, dass der irgendwie... Ach nein, das war bloß so eine... Ich dachte eben, er hatte einen roten glühenden Bauch. Aber das ist... Schießt auf seine weichen Teile. Da steht gerade der Bild in die Raserei laut. Ja. Aber ich denke mal, das wird fast schon was für den Hard Mode sein, ne? Weil zurzeit. Guck mir den an. Wow, guck dir die Zähne an. Das ist mal ein geiler Lichteffekt. Heilige Mist. Das kommt man zu davon, wenn man zu sehr an Neon so nicht, oder? Es scheint so, als hätten wir die Kampf jetzt unter Kontrolle, jetzt wo er ein bisschen enraged ist. Da springt er nicht mehr so wild rum wie vorher und steuert unseren Tank nicht mehr so sehr. Allerdings mache ich mir Sorgen, dass er doch schon noch sehr viele Lebenspunkte übrig hat. 138.000.